Also gut. Bringen wir es hinter uns? Nein, ich will nicht. Oh Gott, ich gebe mir irgendwas zum Augen ausstechen. Ach, guck, hier ist der Stift von Emma. Ja. Vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht. Also gut, fangen wir an. Nein, ich will nicht. Bitte, ich will echt nicht. Nein, ich will nicht. Also gut, hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer 4Hies280 mit einem kleinen Special-Sondervideo für euch. Aber ich denke mal, dieses Video ist speziell für eine einzige Person geeignet, nämlich an den lieben Manfred oder auch Kadaver 2049. Sei gegrüßt, mein Freund. Auch dieses Video ist auch an dich gewidmet. Ja, da du ja auch den Film hier ausgesucht hast, den ich mir jetzt durchquälen muss. Kleine Geschichte dazu. Und zwar am 16. Juni 2019 war bei der Filmbörse in Nürnberg und da treffe ich eigentlich immer den lieben Manfred. Natürlich immer wieder schön dabei, mit ihm zu quatschen. Und er hat einen ganz speziellen Filmgeschmack, nämlich Arthouse-Filme. Ja, Arthouse-Filme ist ja echt nicht so mein Ding. Ja, zum Beispiel Mandy hat mir auch nicht gefallen. Oder auch Anderses Kind hat mir auch schon geschenkt, dieser schöne langweilige Film, ja. Und er hat mir dann gesagt, an dem 16. Juni 2019 wohlgemerkt, Stefan, ich suche dir jetzt einen Film aus, am besten ein Mediabook, das schenke ich dir dann. Und dazu machst du dann mal ein Video, beziehungsweise kann man auch als Take-Video nutzen. Weil wenn du dann den Film geguckt hast, dann kannst du auch das Mediabook auch weiterschenken an jemanden, deinen YouTube-Kollegen. Und das werde ich auch dann zum Schluss auch dann tun. Denn es ist auch bei der Filmbörse am 23. Februar ist der Filmbörse. Und jetzt ist es schon fast schon dreiviertel Jahr her. Und ich musste wirklich sagen, ich habe mich geweigert oder ich hatte einfach keinen Bock auf diesen Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch keinen Bock auf diesen Film. Also fangen wir mal an. Und dieses Video wird jetzt ganz, ganz besonders für dich sein, denn ich werde nämlich nicht nur dieses Unboxing wieder zu diesem Mediabook machen. Nein, ich werde euch auch dann mitnehmen in die Reise, wenn ich diesen Film auch angucke. Ja, der Film geht nämlich, sage und schreibe, 97 Minuten, ja. 97 Minuten Quälerei für mich wahrscheinlich, auch für euch, nein, keine Sorge, ich werde natürlich auch, sei es Vorspann, also ich werde die Kamera dabei laufen lassen, werde ich diesen Film angucken, es kann auch sein, dass ich irgendwann mal einmal einnicke. Ja, es geht um den Film Climax. Hin drauf steht schon mal drauf, ein Meisterwerk. Ja, ein Meisterwerk. Klingt schon mal, oh, ich habe Angst schon davor, ein Meisterwerk, ja. Ja, Climax. Geht wie gesagt 97 Minuten auf Blu-ray und 93 Minuten auf DVD. Vielleicht soll ich mir eben die DVD einlegen. Ist ein Horror-Psycho-Thriller-Drama. Oh, 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 oh. Ja, okay. Soweit dazu. Das Mediabook schaut schon mal sehr cool aus. Ist ab 16 freigegeben. Und würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal das schöne Teil auf, bevor wir da rumquatschen, denn das Video wird etwas länger gehen. Zeige ich euch gleich. So, wir haben hier auch ein sehr schönes, hochwertiges Steelbook, Mediabook, muss man wirklich sagen, ist ein Hochglanz-Mediabook, wohlgemerkt. Und auch ein Quer-Mediabook, da steht nämlich Climax nämlich so drauf. Und da wirren lauter viele komische Menschen außer rum. Ich sag bloß Meisterwerk. Ja? Ich bin gespannt, ob Meisterwerk ist. Ja, auf jeden Fall so schaut aus. Es ist ein Hochglanz-Mediabook, auf jeden Fall schaut sehr schön aus. Also vom Außen her wirklich klasse. Dann haben wir hier den Spine, auch hier steht Climax drauf, unten das Blu-ray und das DVD-Logo und hinten drauf haben wir eben dann der große Spruch, ein Meisterwerk wurde von der Welt geschrieben und hier die Inhaltsangabe zu dem Film, hier die Credits und die ganzen technischen Daten noch mit den ganzen Extras, einfach mal auf Pause drücken und ja, na schön, wunderbar, der Mediabook ist wirklich schon mal sehr, sehr schick, also lieber Manfred, hast schon ein sehr schönes Mediabook dir ausgesucht, was du mir geschenkt hast. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und jetzt gehen wir mal in die Ego-Perspektive und gucken uns mal ganz fix das Mediabook mal von innen an. Bis gleich. So, Climax. Jetzt sind wir auch schon in der Ego-Perspektive. Nochmal Climax, nochmal das Mediabook. Also es ist wirklich ein sehr schönes Mediabook. Gibt echt nichts zu meckern. Ihr seht schon hier der Glanzeffekt. Und dann schlagen wir hier mal auf. Hier gibt es sogar, was ist das? Ein Poster. Ja, coole Sache. Ein Poster. Oh mein Gott. Das schaut schon sehr nach irgendwie nach einem riesengroßen Drogentanz aus. Also gut, das sehen wir gleich später nochmal hier. Und jetzt eben hier nochmal zum Mediabook. Hier haben wir schon mal die DVD.
Und eventuell legen wir die ein oder eben dann die Blu-ray, müssen wir mal gucken. Auch hier das Backmotiv passt ja auch perfekt zu der Blu-ray, zu der DVD. Und dann schlagen wir hier mal auf. Ach du liebe Scheiße, ach du liebe Gott. Na, ich glaube, das wird was für mich sein. Ach du Scheiße. Ich lese schon, End of the Void ist Kino, das uns direkt ins Licht führt. Oh weh, das wird wieder also ein Hirnfick-Film sein, das weiß ich jetzt schon. Ach du liebe Gott. Ja, wie war das Mediabook? Schaut schon mal sehr schick aus. Oh mein Gott. Aber na gut, ich lasse mich überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich wirklich wach bleiben werde bei diesem Film. So, und hier mal die letzte Seite nochmal dann. Hier mal die Blu-ray-Disc. Die schaut hier so aus. Und hier haben wir dann ein gute Bowle mit Orangen und was ist das? Mango könnte sein. Hier auch nochmal hin drauf. Also, das ist schon mal sehr schön gemacht. Und ja, das ist schon mal das Mediabook. Hier nochmal kurz die Inhaltsangabe zu dem Film. Und das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal uns antun. Oder auch nicht. Ich bin gespannt, ob ich es durchhalten werde. Und ich gehe nochmal ganz fix zurück zum Hauptschirm. Jo, das war das Mediabook Climax, ja. Und jetzt schauen wir uns mal kurz nochmal das Plakat an, beziehungsweise das Poster nochmal an. Das ist schon mal sehr cool gemacht. Oh, scheiße. Ja, hier nochmal das Poster. Und das werde ich natürlich auch dann direkt hinlegen zu mir, während wir diesen Film jetzt einlegen. Und na gut, wir sind gespannt, was jetzt mich da erwartet. Und genauso wie euch, also ich werde jetzt die Kamera mit übernehmen ins Wohnzimmer und mich jetzt da auf die Couch flaggen. Und ihr werdet live dabei sein, wenn ich diesen Film jetzt angucke. Also ich kann nichts versprechen, eventuell werde ich auch mal aufs Handy gucken, weil ich keine Lust mehr auf diesen Film habe. Oder auch, kann auch wirklich auch mal einnicke. Also das bekomme ich dann erst zu erfahren, wenn ich in diesem Film also das Video angeguckt habe. Und ja, ich mache jetzt auch noch eine kleine Review dazu, auch noch, also auch in diesem Video. Also keine Sorge, ich will jetzt keine 3 Stunden dieses Video machen, weil ich mache halt diese 90 Minuten hier gediegene Langeweile wahrscheinlich jetzt hier natürlich schon auf Schnelldurchlauf, da braucht ihr keine Angst haben. Und ja, wir gehen mal rüber und dann gucken wir uns mal diesen Film an. Ja, ich freue mich drauf. Nicht wirklich. So, es ist nun soweit. Wir befinden uns nun jetzt im Wohnzimmer. Ja. Und ich werde mich jetzt hier mal hinflaggen. Genau. So, zudenken. Und dann kann man nur hoffen, dass es interessant wird für mich. Ich tue noch mal die Kamera ein bisschen drehen. So. Jawohl, damit auch mich auch richtig im Blick habt. Falls auch mir hier so hinliegen sollte, kann echt wirklich passieren. Und ja, ich bin gespannt, was mir da der liebe Kadaver mir ausgesucht hat. Mich graut schon ein bisschen davor, wirklich war es. Ich habe wirklich ein bisschen Horror vor diesem Film. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis der Film bei mir mal in Play gelandet ist. Aber auch meine grüne Mappe ist komplett leer, da ist nichts mehr drin. Und von daher dachte ich mir, jetzt gebe ich mir die ganz tollen Filme vom lieben Manfred. Also, Film ab und euch viel Spaß beim Zugucken. Eventuell sage ich auch ab und zu mal was, aber ich denke eher fast nicht, denn habe ich nicht vor, irgendwie jetzt hier so Selbstgespräche zu führen. Okay, bis dann. Und Film ab.
What the fuck? Ja, liebe Filmfreunde, ich habe es wirklich überstanden und ihr auch. Aber ihr habt es mit 25-facher Geschwindigkeit erlebt und ich in normaler Geschwindigkeit. Und 97 Minuten können extrem lange sein. Für euch waren es gerade mal knapp 4 Minuten. Ja. Ach, was soll ich nur sagen über diesen Film? Lieber Manfred, bitte schreib in die Kommentare, nur für die Allgemeinheit, findest du diesen Film gut? Wenn ja, dann schreib bitte rein, warum? Warum? 97 Minuten habe ich mich da durchgequält und ich bin nicht eingeschlafen, aber ich glaube, es lag eher daran, dass ihr mir zugeguckt habt beim Filme gucken. Und ich habe wirklich keine Lust gehabt, irgendwie hier Krieg zu üben. Ja, ich schlafe beim Film ein. Also ich habe mich wirklich irgendwie wach gehalten. Und ich habe eigentlich gehofft, irgendwas passiert noch bei dem Film. Ja, also es geht um ein paar Tänzer, die auf Probeaufnahmen sind. Und irgendein Unbekannter mischt dann Drogen in die Sangria rein. Und dann drehen sie völlig am Rad. Wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann wird dann... Das ist der ganze Film. Also es hat weder Handlung noch keine Ahnung. Wer erfindet so einen Film? Oder zumindest, wer schreibt hier oben drauf ein Meisterwerk? Ein Meisterwerk? Sag mal, ich glaube wirklich, man muss diesen Film, um diesen Film zu mögen, glaube ich, muss man erstmal, glaube ich, selber Drogen eingeschmissen haben. Oder völlig mit Alkohol zugedröhnt sein, um diesen Film gut zu finden. Weil alles andere ist für mich, also nüchtern ist dieser Film nicht zu ertragen. Ja. Das war wirklich Quälerei. 97 Minuten. Man denkt, irgendwas passiert. Okay, das einzige Positiv an diesem ganzen Film ist wirklich, okay, die Tänzerinnen, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Manche zumindest. Die schauen wirklich sehr gut aus. Ja, auch die Tanzkunst, was da vorgeführt ist, echt wirklich spektakulär. Ja, da gibt's nichts. Ja, auch die Musik, wo wenn im Hintergrund läuft, ist nicht schlecht. Hier mal Rolling Stones ganz zum Schluss und auch so ab und zu mal Techno-Dinger. Kann man sich auch anhören. Macht auch gut. Aber der Film, das ist kein Film. Was ist das für ein Film? Also, bitte gib mir irgendwie einen Input, wer diesen Film gut findet. Tut mir leid, das ist so ein Schrottfilm. Also, ich gebe dem Film jetzt 2 Punkte von 10 Punkten, einfach aus dem Grund. 2 Punkte für die Mädels und für die Musik. Ja. Und fürs Tanzen dazu, also 3 Punkte, also 2 Punkte, wirklich, also für einen Schwachsinnsfilm, wirklich, also so ein Schwachsinnsfilm, also unglaublich, unglaublich schlecht, ja, mal wieder so ein Drecksfilm, also wie kann man so einen Film angucken, also Manfred, bitte schreib in die Kommentare wirklich rein, warum findest du diesen Film gut? Also es interessiert mich wirklich extremst, oder andere Leute, die auch diesen Film gut finden, bitte schreibt's rein, warum ihr diesen Film gut findet. Wegen der Kameraführung? Wirklich? Oder wegen der Kulisse, ja? Oder dieses Arthouse, diese kunstvolle Gestaltung dieses Films? What? Nein! Tut mir leid, wirklich mal vielen Dank, lieber Manfred, für das Medienprogramm. Das wird auf jeden Fall auch weitergereicht. Und wer der Glückliche ist, tja. Entweder Joshu oder Cinemano. Er wird dieses schöne Mediabook von mir erhalten. Und die dürfen dann auch ein Video dazu machen, wie die den Film gefunden haben. Ja, okay, das war's von mir. Also bitte schreibt bitte in die Kommentare. Jeder, der diesen Film schon mal gesehen hat, bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr den gut oder schlecht findet. Und wenn ja, dann bitte auch warum. Warum fällt ihr diesen Film gut? Bitte schreibt mir das rein. Das waren für mich wirklich 97 Minuten pure Langeweile. Und ich habe, glaube ich, wie oft auf die Family gedrückt, wie lange ein Film geht, der Film doch noch mindestens 20 Mal, weil ich dachte, okay, irgendwann muss der Film auch am Ende sein. Also hier, das ist auf jeden Fall jetzt meine Climax oder Klimax Review, Unboxing und Anguck-Zeremonie von diesem Film. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, diesen Film dieses Video anzugucken. Mir eigentlich nicht, ja. Okay, das war's von mir und man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten besseren Video oder auch nicht, wie ihr den so sehen wollt, ja. Ich bin gespannt, was ich da für Kommentare bekomme über diesen Film. Würde mich auf jeden Fall freuen und bis bald, bis dann, tschüss mit Ö und gute Nacht und Beep.
Thank you.